wir mal sehen. Ich war schnell unterwegs und jetzt müssen wir, ja, das ist wenn man dann zu schnell fährt, ist ja klar, man ist ja ruckzuck am Vordermann dran, dann ist der Spaß vorbei. Dann müssen wir warten, bis der Vordermann wieder an die Geschwindigkeit zunimmt, aber das scheint eine Schlaftablette zu sein vor dem Herrn und wir haben unsere schnellsten Geschwindigkeiten auf dieser Tour hier sehen. Ich werde jetzt nicht zu schnell einfahren, weil dann buffen wir da an und 25 Meter müssen wir einhalten. Das heißt, wir müssen jetzt hier im Bus ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, dass wir in die Kurve gedrückt werden. Sonst ist das auch scheiße, wenn wir ohne Fliehkräfte in die Kurve gehen. Ein bisschen Fliehkraft brauchen wir. Ah, ja, es ist die 25 Meter, die 25 Meter. Die 25 Meter haben wir. Ein bisschen drauf, jetzt können wir sie abbremsen. So. Ja, er ist langsam da vorne. Es ist ein Opa, es ist Wahnsinn. So, wir stehen jetzt. Ich weiß nicht, ich muss mal hier mit der Hand ein bisschen nachhelfen. Das Fahrzeug wieder in Gang bewegen. Ja, jetzt haben wir Speed, jetzt gehen wir in die Kurve. Wir haben sie ein bisschen Speed hier reinnehmen in die Kurve. Ja, jetzt haben wir schön in die Kurve gedrückt. Jetzt werden wir schön in die Kurve gedrückt. Ah, das ist angenehm. Sehr schön. Oh, gerade können wir ein bisschen bremsen, ein bisschen mit Gefühl. Ah, ein bisschen mit Gefühl. Ein bisschen an die Kurve, ein bisschen mit Geschwindigkeit. Sehr schön. Und auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Ich muss bremsen. Unser Vordermann kommt nicht aus die Puschen. Ja, man müsste dann quasi bei der nächsten Fahrt mehr abreißen lassen zum Vordermann, um dann mit Volldampf noch mal reinzugehen. Wir werden das noch mal probieren. Wir werden noch mal fahren und ich lasse den Abstand zum Vordermann abreißen. Dann gehen wir mit Vollspeed in die ganze Fahrt rein. Das machen wir nochmal. Oh, jetzt ist es.